Hallo und herzlich willkommen zurück, werte Zockerfreunde, zu Let's Play Dragon Age Origins. Wir befinden uns immer noch nichts und suchen unsere Gefährten, die irgendwo gefangen gehalten werden wohl. Und wir müssen doch ein paar Dämonen umbringen, um dann an den Oberdämon der Trägheit, ist es, meine ich, gewesen, dran zu kommen. Aber da sind so einige Schergen bei uns auf dem Weg, die müssen wir erstmal eliminieren. Da hinten haben wir noch Magier, mal eben schnell Feuerball. Na komm. Oh, Blitzverjüngung. So, jetzt mal schnell weg. Die locken wir wie im letzten Part natürlich hier hinter die Ecke, denn ohne Wundumschlag traue ich mich da ehrlich gesagt nicht wirklich ran. Ne, ich bin da sehr vorsichtig, was die Magier angeht. Und nanu, der erste ist schon hinüber. Und die anderen kommen gar nicht. Haben wir schon geschafft? So einfach. Ja, so einfach, ganz genau. So, mal eben kurz verwandeln und dann wollen wir doch hoffen, dass das funktioniert. Genau. Ah, dachte ich mir schon. So, noch einer. Nee, sieht nicht so aus, oder? Laufen wir mal eben durch, gucken uns mal in Ruhe um. Wir regenerieren ja auch selbst in den Gestalten. Wir könnten uns eigentlich auch als Maus durchschleichen, aber das sehe ich gar nicht ein. Die gute Erfahrung nehmen wir natürlich mit. Und gleich sind wir auch soweit. Mal gucken. Ja, da ist noch einer. Ja, immer dieses Pausieren. Habe ich ja schon das letzte Mal erwähnt, dass ich das vielleicht jetzt mal langsam wegnehme, da wir ja schon so ein bisschen Routine drin haben. So, wie schaut's aus? Nur noch einer? Dann komm mal her. Das werden wir natürlich auch eben umhauen. So. Und das war's dann auch schon. Ja, wunderbar. So, gucken wir uns doch mal eben kurz um. Haben wir vielleicht irgendwo was Besonderes? Ein Kodex-Eintrag oder so? Ja, Delirium-Ader brauchen wir nicht. Hätten wir uns eigentlich mit heilen können. Also einmal erfrischen können. Ups, so weit wollte ich gar nicht raus. Mal eben hier aufgemacht. Oha, und da sind doch einige, ne? Da wollen wir doch mal schnell speichern. Ich glaube, F5 ist es gewesen. Und das ist es auch. So soll es sein. Oh, das sind wirklich einige, ne? Können wir da jetzt einfach reinhauen? Nee, leider nicht. Das war natürlich alles andere als gut. Lasst uns ein Spiel spielen. Wer die meisten Schmerzen verursacht, gewinnt. Die sind doch alle bekloppt, die Magier. Die meisten Schmerzen verursacht. Nee, ist klar. So, mal wieder raus. Und Momentum an. Und dann warten wir mal wieder um die Ecke. Boah, ich hoffe, das geht gut. Das sind nämlich jetzt richtig, richtig viele. Ich weiß gar nicht, wieso wir denen alle umhauen hier. So, Nummer 1. Boah, genau das dachte ich mir nämlich. Boah, aua, das tut ja weh hier. Was ist denn das? Feuersturm oder so, ne? Müsste es eigentlich sein. So, komm, hauen um, jawohl, und schnell weg hier. Aua, 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 aua. Boah, schaut euch das mal an. Boah, krass. Hör mal, jetzt nicht hier umkippen. Nochmal eben im Wundumschlag. Sah ja schon stark aus, ne? Haben die was dabei? Nee, ne? Nö, leider irgendwie nicht. So, nochmal eben kurz geräuspert, Freunde. Muss natürlich sein, ihr kriegt davon natürlich nichts mit. Zumindest solltet ihr es auch gar nicht wissen. Hahaha, jetzt habt ihr es natürlich gewusst. Oh, Moment. Nanu, der leuchtet aber anders. Müssen wir da auch die Gestalt wechseln? Nö, okay. Ich dachte, wir sehen auch jetzt dann noch versteckte Kodex-Einträge damit. Feuergestalt brauchen wir nicht. Laufen wir mal rum. Boah, so viele Bücherregale. Nirgendwo ein Kodex-Eintrag. Was hier? Wieder eine massive Tür. Ja, wir brauchen die letzte Gestalt. Da ist ein Buch. Gib uns die IP. Jawohl, die Grundregeln der Magie. So, so. Ja, hätten wir bei uns in unserem Zeitalter auf unserer Weltmagie, das wäre auch lustig. So, mal eben vorsichtshalber nochmal speichern. Wer weiß, wenn wir so 10 Magier antreffen, ist es cool. Und ja, genau das dachte ich mir nämlich. Nee, komm, das kann doch nicht sein. Ja, bitte helft mir. So viele Magier. Boah, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Mach mal Feuergestalt. Danke. So, boah. Kirchenpriester. Ich weiß nicht, ob wir die Golems schaffen, ehrlich gesagt. Da bin ich mir ein bisschen... Boah, nee, die Magier müssen auf jeden Fall erstmal weg. Ich glaube, so einen Golem schaffen wir. Jawohl. So, und jetzt auf den Golem drauf. In der Feuergestalt. Ich hoffe, das wirkt. Ja, das sieht gut aus. Ach, der hat uns geheilt. Super. So, und wer bist du? Danke. Es ist Zeit, dass dieser Traum endlich ein Ende nimmt. Ich gebe euch meine Stärke. Gegen den Dämon, der hier herrscht, wird sie euch nur wenig nützen. Aber vielleicht kann sie euch in anderen Reichen helfen.
Findet eine Möglichkeit, alle Dämonenfürsten zu vernichten, um den Weg zum Dämon der Trägheit zu öffnen. Befreit uns alle aus diesem Albtraum. Und das ist nämlich genau unser Weg. So, Formwandlung, Golemgestalt. Oh ja, ganz cool. Jetzt können wir uns endlich in einen dicken Golem verwandeln, der auch verdammt stark aussieht. Ja, ich meine, wir haben die Shale dabei, aber Shale ist halt nicht so massiv. Aber Shale ist ja auch ein weiblicher Golem, ne? So, gucken wir uns hier nochmal eben fix um. Ach, hier haben wir wieder so ein Podest im Nichts. Und dann können wir eigentlich gucken. Können wir hier eigentlich nur irgendwas machen? Treppe nach oben. Treppe nach oben. Ja, dann würde ich nur sagen, gehen wir doch weiter nach oben, oder? Ich weiß ja gar nicht, wo es endet. Und wir müssen ja, wie eben schon gehört, die ganzen Dämonen vernichten. So, und dann gucken wir uns hier doch mal eben um. Ja, das haben wir schon abgeschlossen. Einen Dämon haben wir nämlich. Sind es denn jetzt noch 4 Stück insgesamt? Müsste ja eigentlich sein, ne? Damit wir dann endlich in die Mitte kommen. Okay, dann würde ich auch vorschlagen, gehen wir doch mal nach oben. Nochmal eben vorsichtshalber schnell speichern. Ich mag Magier nicht. So, und was haben wir? Ja, dachte ich mir nämlich. Haben wir nämlich Magier. So, was hat er denn Schönes? Achso, der kann Stein schmeißen. Das ist natürlich schon cool. Und, ja, da reicht ja ein Treffer. So, mal richtig ins Gesicht, aber ich weiß nicht. Oh, gegen so einen Magier ist alles andere als gut. Was ist denn die 3? Komm, drück mal. Achso, Beben. Oh ja, das ist richtig gut. Komm, hau den Magier mal einen rein. Ja, du solltest ihn auch treffen. Komm, mal hier schmettern. Jawohl. Aber wir können wieder keine Rundumschläge benutzen. Könnte ich drauf wetten. So. Aber sehr massiv ist er. Ich weiß gar nicht. Sehen wir, wie viel Leben wir eigentlich haben? 345 Gesundheit. Unten rechts seht ihr das, ne? Wenn ich da drüber gehe. Ne? Sankura, Erfahrung und so weiter und so fort. Da wollte ich jetzt einfach mal checken, ob es da irgendwie einen besonderen Hintergrund gibt dann für so einen Golem. Ja, wir hätten sonst nur 145. Ja, und da ist natürlich einiges weniger. Ja, so ein cooler Steingolem. Gefällt mir. Oh, hier. Schule des Geistes. Aha, die 4 Schulen der Magie. Sonst nur irgendwas? Komm, gib her. Hergeben, hergeben. So viel EP wie möglich mit abstauben. Und natürlich auch dann irgendwann kommt vielleicht die große Session dann, wo wir dann die ganzen Codex-Einträge dann auch vorlesen werden. So, eine massive Tür. Da ist es nämlich. Dafür brauchen wir die Golem-Gestalt. Und zwar dann auch die 4 müsste es gewesen sein. Ganz genau. So, hauen wir das Ding nämlich dann auch auf. Und was haben wir da hinten? Auch 2 Magier wieder. Ja, dann kommen wir ruhig ran hier. Denn, ach nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ja, schön nach vorne. So, jetzt aber hier. So, das klappt doch wunderbar. Na, nein, 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 nein. Erst ihn hier. Noch ein Hau. Jawohl. Ja, der Golem ist nice. Er hat auf jeden Fall eine Menge Leben und dazu dann auch noch richtig viel Rüstung anscheinend, weil wir bekommen echt verdammt wenig Schaden. Ja, dann kannst du auf uns draufhämmern, wie du möchtest. So, und jetzt müssen wir uns hier mal vorsichtig umgucken, würde ich doch mal sagen. Was sagt denn die Karte? Wo müssen wir hin? Hm, ja, die Karte sagt natürlich eine Menge. Wir haben mehrere Wege. Dann würde ich doch vorschlagen, gehen wir erstmal hier nach rechts. Ist es rechts? Müsste rechts sein. Eine Tür. Was haben wir dahinter? Hallo? Nix, doch ein Golem, ne? Ja, 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 ja. 2 Golems. Okay, dann komm mal her. Du kriegst erstmal einen Stein auf den Kopf. Oh, da ist noch einer. Ja, ein Magier. Komm, beben. Erst betäuben. Dann draufkloppen. Haben wir nicht getroffen. Schade, aber zu schmettern trifft immer. Ach. In so einem Bücher können wir nicht drüber laufen. Komm, hau drauf. Präziser Schlag. Immerhin. Der Priester zaubert nicht. Gefällt mir richtig gut. Du kriegst halt jetzt noch einen Stein am Kopf. Wenn es denn doch funktioniert. Achso, wir müssen den anklicken. Ja, das war jetzt immer verkehrt. Ah doch, haben wir die anderen Jungs getroffen. Nummer 1. Und du kriegst aber einen Schmetter. Ja, cool gemacht. Auf jeden Fall. Und hier haben wir... Oh, urtümlichen Magie. Ja, urtümlich. Auch sehr cool. Na, haben wir noch mehr? Ich weiß, da hinten, ich habe es nicht gesehen, ja, nicht übersehen, sag ich mal. Da haben wir nämlich Willenskraft. Verdammt gut. Können wir noch mehr Magie einsetzen oder besondere Zauber und so weiter und so fort. Ah, wie stark das auch aussieht, ne? Irgendwie alles auf den Kopf gestellt. Alles fliegt in der Luft herum. Was ist denn diese Flamme hier? Können wir hier was machen in der Feuergestalt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gucken wir da einfach mal. Hm.
Ja, ich wüsste jetzt sonst auch nicht, was wir hier machen könnten. Vielleicht in der Geistgestalt? Dass wir hier was Besonderes sehen, sieht aber nicht danach aus. Schade. Aber hier diese Geistgestalt, die sieht ja auch... bisschen gruselig aus, ne? Ne, komm, geh doch mal raus. Geh mal in die normale Gestalt wieder zurück. Und dann haben wir das hier eigentlich auch schon. Alles komplett abgeklappert. Will ich hoffen. Wenn ich natürlich etwas übersehe, verzeiht, Freunde. Das kommt dann natürlich vor. Aber eigentlich nicht so oft. Jetzt habe ich mich natürlich erschrocken. Ja, komm mal her. Mal gucken, ob wir so einen Steinbohlen richtig böse auf die Mappe hauen können. Wir können auf jeden Fall nicht betäuben. Ja, es geht. Also dafür sind wir schon wahnsinnig stark. So ein Golem ist kein Problem für uns, aber nur 13 EP, aber naja. Da wollen wir ja nicht drüber meckern. Eine massive Tür. Okay, mal eben geguckt. Na, da gehen wir erst nach links und dann erst weiter nach unten. Würde ich doch vorschlagen, oder? Da haben wir noch eine Tür, da haben wir noch einen Golem. Ja, komm mal rum, um die Ecke. Nicht, dass uns ein Stein am Kopf schmeißt. So. Naja, es geht. So viel Schaden machen wir jetzt nicht, ne? Was ist denn gegen den Golem gut eigentlich? Boah, 30 Schaden. Hör mal. Jetzt geht's aber los, ne? Betäuben können wir nicht. Unruhe. Ja, Unruhe ist ganz okay. Ich glaube, die Geistgestalt ist ziemlich gut gegen die Golems. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Karte geöffnet. Da unten waren wir auch noch nicht. Oder? Nee, ich meine nicht. Dürfte es nicht gewesen sein. Und zwar hier rein. Eine normale Tür öffnen. Was haben wir? Ah, oh, Magier wieder. Okay, dann machen wir direkt wieder Golem-Gestalt. Lassen wir so um die Ecke kommen und beben, Freunde. Ich hoffe, es schmeckt. Und jetzt alle mal auf den Boden. Jawohl. Und schmettern. Boah, ist der Hammer, ist das. So, und dann hauen wir den Priester doch auch mal eben kurz auf die Mappe. Und gucken wir mal, was wir hier drinnen finden. Na, achso, das war so ein Magiefeld. Was der Magier beschworen hat. Oder die Magierin. Na, irgendein Buch oder so? Ach, komm schon. Ja, doch, da war doch was. Wo ist es? Da hinten. Was haben wir hier? Der Hervorrufung. Wahrscheinlich die Heilung, die Hervorrufung. Und sonst nichts? Kein Bonus oder so? Wieder Willenskraft. Oder Konstitution wäre auch eigentlich mal ganz nett, ne? Ein bisschen mehr Leben. Lebensenergie für unseren Helden. Gibt's bestimmt auch hier ein paar Verstecke. Aber ansonsten achte ich auch sehr darauf, gerade wegen den Mauselöchern, die man ja sehr leicht übersehen kann. Es sei denn, man guckt auf die Minikarte. Da will ich natürlich auch alle mitnehmen. Aber auch der Sound vom Golem ist ja richtig stark gemacht. Ach, jetzt wollte ich eigentlich gerade mal die Kamera switchen. Funktioniert aber gar nicht so. So, und dann geht's hier eigentlich weiter, ne? Wenn ich richtig von ausgehe. Minikarte, genau, hier waren wir auch noch nicht drin, ne? Was haben wir hier? Oh, wie? Zwei Golems? Das kriegen wir doch hin. Kommt mal rein. Bumm. Jawohl. Boah, nicht dein Ernst, oder? Und beben. Sehr schön. So, dann kommt euch jetzt mal eben um, oder? Nummer 1. Boah. Die haben natürlich dieselben Fähigkeiten wie wir. Wie soll es anders sein? Ein schöner Steingolem. Jetzt treffen wir ihn überhaupt gar nicht, ne? Doch. Ist langsam, aber sicher. So, der letzte. Der kriegt noch einen Stein um den Kopf. So, sehr schön. Na komm, dann direkt schmettern. Ah, die Animation gefällt mir auf jeden Fall. Haben sie cool gemacht. Und als Golem sind wir eigentlich so ziemlich unkaputtbar. Es sei denn, wir treffen auf einen echt fiesen Magier, ne? Dann kann es nochmal richtig kritisch werden. Komm, mach nochmal beben, wenn du schon nicht normal triffst. Sehr schön. So. Und hier finden wir wahrscheinlich das letzte Magierbuch. Glaube ich zumindest mal. Wo haben wir es? Na, doch keins. Zeichen der Stärke ist natürlich nett. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht für unseren Damage, aber es gibt hier Rüstung, die Stärke braucht. Und wer weiß, wie viel Stärke wir noch brauchen für unsere... Ah, hier, der Veränderung. Ganz genau. Wunderbar. Die vier Schulen. Perfekt. Sonst leider nichts mehr, ne? Schade. Aber immerhin haben wir wieder noch einen Bonus dazu bekommen. Ich weiß gar nicht insgesamt, ich habe es mir nie zusammengerechnet und habe natürlich auch keine Liste oder habe mich da jetzt gespoilert, wie viele Bonusattribute man hier insgesamt bekommen kann, um Gottes Willen. Sondern wir nehmen das, was wir finden können und kriegen können und ach, das war doch mal genial, ne? Nee, damit geht's nicht. Umgeben wirkt hier nicht. Ah, jetzt müssen wir warten. Jetzt habe ich natürlich gefailt. Verzeiht, Freunde. Aber ihr kennt mich ja, ne? Als absoluter Pro-Gamer passiert mir sowas ja nie. Nein, Quatsch.
So, wir warten eben auf die 4, wenn sie fertig ist. Genau, und dann bitte auf die, ja, auf die massive Tür. Bin ich schon mal gespannt, was uns dahinter erwartet. Lähmung. Oh, nee, 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 genau das sind die nämlich. Die finde ich absolut uncool. Und jetzt sind wir gelähmt. Na, wie lange denn? Nur ein paar Sekunden. Ist eigentlich ganz okay. Die sind nämlich echt böse, sag ich euch. Boah. Jetzt geht's aber los. Komm, Momentum an. Nee, den haben wir nicht getroffen. Boah, hör mal. Unfairer Kampf klappt nicht. Oh, Wundumschlag. So, jetzt aber. Ah, ich hasse sie. Die sind richtig fies. Gerade die Lähmung. Da habe ich Heidenrespekt vor. Und wir sind als Schurke und nicht als Tank. Halten wir nicht so viel aus. Achso, hier ist ein besonderes Portal. Moment, Geistgestalt? Da können wir doch jetzt einfach rübergehen und... Ja, nö, ist klar, Freund, ne? Komm, dann kriegst du nämlich jetzt mal die Lähmung rein. So. Und dann kriegst du den hier noch rein. Und dann können wir wieder die Gestalt wechseln. Und dann hauen wir dich da einfach um. Ja, vielleicht nicht so. Gehen wir schon hinten ran. So und so mit den nächsten Skillpunkten müssen wir eigentlich mal den Radius hier unten, ne, für hinterhältige Angriffe erweitern. Irgendjemand daran gezweifelt? So, und Essenz der Geschicklichkeit. Super genial. Wie, was? Hallo? Keine Ahnung, wer da gerade geblubbert hat. Oh, so viele Schätze. Dürfen wir davon nichts mitnehmen? Ach, schade. Ist ja eh nur eine Traumwelt, das Nichts, ne? Noch ein Mauseloch. Oh. So, dann wollen wir da auf jeden Fall auch noch eben rüber. Mach mal bitte Verstohlenheit. Und dann wollen wir doch mal gucken. Ja, dachte ich mir nämlich. Ah, oh, Essenz der Klugheit. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was wir eigentlich haben können. So, Golemgestalt. Kommt her, Freunde. Beben kennt er ja, ne? Seid ihr ja ganz große Freunde von. So. Ach, jetzt haut der uns einen Schmettern rein. So. Natürlich Focus Damage. So gut, wie es halt funktioniert. Och, was war das denn? Ja, aua. Komm her. Habt doch keine Chance. So, gleich ist wieder die Steinschleuder oder das Steinschleudern ready. Da ist der erste nämlich hinüber. So, und schmettern. Wunderbar. Und dann machen wir nochmal Beben. Das macht nämlich netten Damage. So, noch ein Hauer. Jawohl. Ja, klappt doch eigentlich einigermaßen richtig gut. Bis auf die Magier. Die sind da alles andere als nett. Eine massive Tür. Da können wir natürlich auch sofort jetzt rein. Als bloß nicht failen. Na, bist du auf der massiven Tür? Ich will's hoffen. Jawohl, und auf mit dir. So, jetzt gehen wir aber erstmal nochmal gucken. Ist nur ein zusätzlicher Raum mit Gegnern. Gegner? Keine Gegner. Ein ganz besonderer Raum für uns. Was haben wir denn? Konstitution. Wunderbar. Und nochmal Geschicklichkeit. Ach, genial, der Raum. Einfach nur genial. Drei Bonus-Attribute einfach mal drauf bekommen. Da können wir eigentlich direkt mal gucken, wie viel haben wir denn jetzt? Guck mal hier, 16 Stärke, 33 Geschicklichkeit, Klugheit ist 39, meine Güte. Aber, na, Konstitution, Willenskraft wäre noch wichtig, Magie nach. Er braucht schon Magie als Schurke, ne? So, wir sind doch nicht im WoW als Meuchelschurke oder so, wo Magieschaden dann irgendwie was wäre, aber das ist so ein ganz anderes Thema. So, nö, das sieht doch richtig gut aus. Und dann können wir wieder zurück durch das Mauseloch. So, mal eben kurz wieder zurückverwandelt. Und dann wollen wir doch mal gucken, wer hier eigentlich der Oberdämon ist. Und da bin ich doch mal gespannt. Und den werden wir auf jeden Fall hier jetzt noch zerlegen. Zumindest habe ich das vor. So, einmal zurück. Da haben wir wieder eine Tür. Achso, die ist gar nicht auf. Und da geht's dann auch weiter. Ja, das müsste der letzte Raum sein, ne? Podest im Nichtsausgang. Ja, wollen wir doch mal aufmachen. Und da haben wir... Slaven... Nanu, wer bist du denn? Ja. Oder was machst du? Komm mal her, Slaverin. Die schauen wir doch mal eben um, oder? Müssen wir doch schaffen. Mal eben kurz betäuben, hinten rangestellt und auf geht's. Dreimal, viermal, fünfmal. Boah, hammerhart. Keine Chance. Absolut keine Chance. Quest ist natürlich aktualisiert, haben wir es geschafft. Den nächsten Bereich haben wir freigemacht. Und jetzt könnten wir auch... Weiter. Jawohl, da ist auch das Zeichen. Ein Albtraum. Oha. Da wollen wir direkt mal rüber. Da ist nämlich einer unserer Gefährten. Da bin ich mal gespannt, wer da ist. Oh, Morrigan ist hier, Freunde. Ja, und mit der Morrigan werden wir uns dann im nächsten Part dann unterhalten. Ne? Ich hoffe, es hat gefallen. Und bis dahin.